Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmerunde von Call of Cthulhu. Wir sind im Krankenhaus, beziehungsweise der psychiatrischen Klinik. Schwieriges Wort. Ja, also wir sollten den Flügel hinuntergehen. Erinnerungen gleich null. Ich gucke mal gerade. Wie waren das nochmal mit runtergehen, genau. Ja. Ich jetzt echt wieder die Steuerung vergessen. Gut. Steuerungen sind ja in der Regel meistens gleich, ne? So, was haben wir denn hier? Fullers Notizen. Wenn die Beweise aus dem Salon der Hawkins das Schicksal der Leichen der Eltern in Frage stellen, dann bestärken die Entdeckungen von Colden in Fullers Büro diese Überzeugung. Sarah Hawkins wurde von niemandem anderen als Dr. Fuller vom Tatort entfernt. Noch viel wichtiger ist, dass der Leiter der Riverside-Instituts offensichtlich von der Künstlerin besessen ist. Die vom Arzt aufgezeichneten Walzen beweisen das sein Interesse an der jungen Malerin. Zusammenfassungen von Psychoanalysen und Bluttests bestätigen diese Tatsache. In einer der Walzen bestätigt Fuller eindeutig, dass er die Leiche und persönlichen Habseligkeiten eines seiner Patientinnen hat verschwinden lassen. Hier. Achso. So, ich habe aber eine Kleinigkeit vergessen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich vergesse immer wieder, dass ich erstmal gucken will, ob OBS auch richtig funktioniert. Gut, dass ich meistens früh genug noch dran denke. Diese Tür ist zu. I should go another way. Die Tür ist auf. Schaut eigentlich alles immer noch genauso aus. Außer dass der Polizist jetzt gerade weg ist. So, wo waren da noch mal der Eingang, Kitchen? Das so eine gute Idee ist, hier runter zu gehen. Vor allem, wenn Dr. Fuller bestimmt auch hier unten irgendwo rumläuft. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die schlauste Idee ist. Das wird mir schon Sorgen machen. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Bist du? Natürlich, wir gehen in den Raum, wo das Blut hinführt. Ist bestimmt logisch. Hi. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Okay.
Wir machen das nochmal. Kann nichts klicken? Hä? Okay. Normalerweise war das doch mit der Maus. Einen Moment. Mach mich nicht schwach, Spiel. Interaktion E. Schießen. Also ich kann das hier nicht anklicken, ich kann das nicht anklicken, ich kann nicht mit E und nicht mit F klicken. Ich bin gleich wieder da. Take a minute to look around. Okay. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Frage ist, sollen wir ihn jetzt fragen, ob er uns hilft? Also bestätigen die mit ja. Ah, meine Nase juckt, immer dann, wenn ich spiele. Ja. Alright. Alright. Gelehrte des Unaussprechlichen. Perfect. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Die Falle freigeschaltet. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Also ich lasse mich jetzt extra mal weg, weil kommt bestimmt Szene. Was mit dem Typen, mit dem Drake jetzt ist, wenn er uns hilft. Wir haben ja festgestellt, was bei den Polizisten passiert ist. Das ist vielleicht keine so gute Idee, wenn man uns hilft. I pray that Colden is really here and alive. Ach, das. Klar, das Fenster war offen. Tagebuch der Frau von Reverend. Das Tagebuch der Frau von Reverend Wickedwood. Ihr Ehemann John erbaute gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Anwesen der Hawkins. Hilltop genannt. Sie gehörten zu den ersten weißen Siedlern der Insel. Die vorherigen Bewohner verschwanden unter mysteriösen Umständen 3 Jahrhunderte zuvor. An old diary. Ja, Junge, du hast schon mehrere von diesen old diaries gefunden. The Scylla is here. Like in the vision. Colden came this way. What the... Fuller, too. Schlaftabletten.
Ich weiß es nicht. Sollen wir diese ganzen Okkultbücher lesen? Sollen wir die nicht lesen? Das ist... Auf der einen Seite will man ja erfahren, was da wirklich dann passiert, wenn man alle mal gelesen hat, wie verrückt er wirklich wird. Vielleicht kann man wirklich mal drüber nachdenken, dass ich das Spiel dann nochmal vielleicht offscreen spiele, einfach nur interessenhalber, was passiert, wenn man die ganzen okkulten Sachen umgeht. Ich werde es jetzt erstmal lesen. Vollständige Offenbarung habe ich freigeschaltet. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch die Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mystischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind phantasmagorischen Bildern illustriert. Mit Phantasmagorischen. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht. Welches Band ist das? Das ist Band 3. Das heißt, wir haben den ersten Band, den zweiten Band, glaube ich, haben wir auch. Und jetzt den... Uff! Und jetzt den dritten Band. Kannst du auch mit mir nicht machen. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Lass mich raten, die Leute dürfen mich nicht finden. God, what is happening to me? Was zum? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Bin immer im selben Zimmer, gell? Kann aber nur hier rein. Klar, wir sind hier irgendwo ganz merkwürdigem Ort und lesen erstmal ein Buch. Dieses höchst interessante Buch, das für ein breites Publikum geschrieben wurde, zeigt, wie nicht anerkannte Wissenschaften die moderne Medizin beeinflusst haben. Magnetismus, überlieferte Geheimnisse, chinesische Akupunktur, Hypnose, Kräuterkunde, Alchemie und viele anderen haben zu Beginn des Jahrhunderts in gewisser Weise die Medizinkunde bereichert. Entschuldigung. Okay. Was ist los? Ich sehe gerade nur Bahnhof. Da komme ich ja nicht durch. So, wartet mal. Ich hab's gleich. Hier kann ich reingehen. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich mich verstecken. Was ich auch eigentlich nicht machen will. So. Diese Geräusche, die machen mich selbst auch verrückt. Bin ich diejenige, die hier...
Hatte der denn jetzt Herzschlag? Hä? Ich bin jetzt mit Absicht ein bisschen ruhig, weil ich gerade hier nichts verstehe. Was zum Henker? Lumo Deli Tante. Was? Ich verstehe gerade nichts. Diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesar Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstrationen können einen uninformierten Leser täuschen. Was zum... Bin ich hier geschützt in dem Raum? Bin gerade ein bisschen sprachlos und verwirrt und ja. Ich hätte das Buch vielleicht doch nicht lesen sollen. Ja, ich konnte jetzt in den Raum gehen und weiter. Vermute, ich übersehe irgendwas. Irgendwas klicken? Nee. Kann auch nicht mal in mein Tagebuch gucken. Aber was könnte ich hier... Ich war jetzt eigentlich in jedem Raum. Where have I seen this symbol? Kann es sein, dass das Vieh hier irgendwie dann nicht kommt? Ist doch das Symbol. Das ist es definitiv nicht. Das auch nicht. Was ist das hier? Mit der Lampe kann ich nichts machen. Ach so.
Was? Kann mich gar nicht verstecken, okay. Gerade etwas sprachlos. Und verwirrt. Okay. Ist irgendwas. Okay, jetzt haben wir einen neuen Raum freigeschaltet. Jetzt müssen wir mit der anderen Lampe hier wieder rumlaufen. Finde ich ja jetzt nicht so geil. Oder auch nicht. Oder doch? Bin verwirrt. It is trapped. Geh erstmal hier mit rum, um zu gucken, was sich jetzt hier geändert hat, ob sich irgendwas geändert hat. Weil ich habe das Gefühl, hier mit der Lampe läuft kein Vieh durch die Gegend. Und vor allen Dingen öffne ich ja damit auch die Türen. Aber hier sind keine. Die hatte ich nämlich dann eben übersehen. Hier ist jetzt ein neues Zimmer offen. Ne, da hatte ich ja jetzt gerade das Zeichen. Okay, dann brauche ich, glaube ich, jetzt doch wieder die Lampe. Achso. Ne, hier. Schnell die andere Lampe nehmen. Das Vieh war dann doch ein bisschen zu nah. Okay, das ging da rein. Das heißt, es muss irgendwo... Hier ist wieder ein Zeichen. Hier ist aber keine Tür, die wir öffnen können. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Ich glaube, das Vieh erwischt mich jetzt bestimmt.